did ask you just the basic question of, what are you feeling right now? I'm just super excited. Being back here, being on the ice, being back in the city, seeing all the people here from Red Bull. Just super excited for the game. If you get a chance at all to kind of walk around, I mean, I know it's kind of been a quick turnaround, but you know, it's the first time it's been open. What are your kind of first impressions of the building? Pretty special. I had a little tour of the locker room and recovery facility. It's pretty cool. I think the whole stuff here around, and I've been working out in the gym before I got here, so I've known that a little bit. I think overall just an unreal facility. Hallo JJ, Christoph Nahr vom Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen zurück. Danke. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Das muss ein bisschen überwältigend fast sein, oder? Ja, ich kriege immer viele Fragen jetzt, vor allem jetzt in den ersten, sage ich mal, den letzten 24 Stunden von den ganzen Mitspielern auch. Muss ein bisschen viel erklären zurzeit, rund um München alles. Nee, aber es ist super cool, wieder hier zu sein. Ist top für mich, den Jungs so ein bisschen die Stadt zu zeigen. Da München ja schon sehr, sehr viel zu bieten hat. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern das ganze Team freut sich auch riesig, hier das Spiel anzutreten. Wenn man an die alte Eishalle denkt, dann muss das hier ja fast ein Kulturschock sein, was Sie jetzt hier sehen, oder? Was hier entstanden ist. Ist schon einiges besser. Ich habe zwar sehr, sehr viele Erinnerungen auch mit der alten Eishalle, Profi dort geworden, dort noch früher. Wo ich noch klein war, Eishockey gespielt, deswegen ein bisschen schade auf der Hinsicht, das zurückzulassen. Aber natürlich hier ist es unglaublich, und ich glaube, wenn die Halle hier voll ist, dann ist es eine richtig geile Atmosphäre. An Ihrer Motivation muss man morgen nicht zweifeln, oder? Was haben Sie sich vorgenommen? ich glaube, einfach genießen für mich. Ich habe sehr viele Freunde, Familie, die zum Spiel kommen. Für mich einfach genießen, gegen die alten Jungs zu spielen und einfach Spaß haben. Jetzt findet ja ein nicht ganz unbekanntes Volksfest gerade hier in dieser Stadt statt. Haben Sie eine Chance, auf die Wiesn zu gehen? Und wenn ja, wollen Sie den Jungs dann zeigen, was Sie auch am Maskrug können? am Samstag gehen wir mit dem Team auf die Wiesn. Weiß ich nicht, ob ich den Jungs da so viel zeigen kann. Ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, es wird eine richtig geile Zeit. Die Jungs werden es, glaube ich, alle sehr gut aufnehmen, sehr gut mitnehmen, und freuen sich auch alle drauf. Hi JJ. Das. Kurz zum Start in die Vorbereitung für dich. Das ging gut los, gleich mit drei Toren. Wie ist so die aktuelle Lage? Wie ist deine Erwartung an die neue Saison? Lage sehr gut. Also wir haben einen neuen Trainer, und bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Kommen sehr, sehr gut klar mit dem System, das jetzt neu für uns alle ist. Er ist ziemlich ruhig, aber er bringt uns sehr, sehr viel bei, deswegen ist es sehr gut, und das Team hat es wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Und Erwartungen, denke ich, dass jetzt vor allem von uns sind, dass wir die Playoffs dieses Jahr schaffen wollen. Und persönlich, kannst du noch steigern, was letzte Saison war? Ich glaube, einfach mehr Verantwortung übernehmen. Das war so wirklich das Ziel auch, ich würde sagen, so die letzte Hälfte vom letzten Jahr. Wo ich auch immer mehr Vertrauen bekommen habe, immer mehr Spielzeit auch, und da will ich einfach aufbauen und einfach mehr Verantwortung übernehmen. Okay, no more questions. Thanks, JJ. Danke.